Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu FIFA 17, 18. Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Erster gegen Dritter. 5 Punkte Rückstand habe ich. Oh Quatsch, Zweiter gegen Dritter. 4 Punkte Rückstand. Leverkusen hat das Spiel schon gewonnen. Aktuell Leverkusen auf Platz 1. Also wenn ich hier verliere, habe ich wieder 8 Punkte Rückstand auf die Tabellenführung. Stark gegen stark. 38 erzielte Tore, nur 13 Gegentore. Das hat man auch im DFB-Pokalspiel gesehen, Bayern gegen Köln. Falls ihr das hier auf meinem Kanal noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Auf jeden Fall ist das hier heute das Spitzenspiel. Vielleicht sogar das entscheidende Spiel der Saison. Denn ich kann hier auf jeden Fall jetzt wieder aufholen. So, es gab ein FIFA-Update, hat man glaube ich anhand der Musik gehört. Die ist jetzt bis zum Anstoß. Ich spiele natürlich mit meiner Top-Startelf. Alles, was hier Namen und sowas hat. Namen hat, gut in Form ist, lasse ich hier heute auflaufen. Was pfeift er denn da jetzt? Foul von Robben? Naja, gut. Also, ich will die Spiel gewinnen, ohne Frage. Heimspiel, wir müssen hier gewinnen. So, Vidal, Kimmich macht mit. So, die Lücke ist nicht... Ah. So wollte ich den nicht. Weiß Thomas Müller auch. Der war Shikaka. Aber kriegen wir besser hin. Wie gesagt, hier volle Konzentration. Wir haben es hier mit einem... Aufgrund der aktuellen Geschehnisse und Ereignisse mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Zumindest auf dem Papier. Ah, das war nicht so gut getimed. Aber Robben kriegt das Ding. Und er kriegt auch die Flanke hin, aber kein Lewandowski am Start. Also kontrollierte Offensive ist hier das Zauberwort. Nicht wie blöd nach vorne rennen. So, Ribéry läuft schon wieder rein. Oh, schade, Vidal heute ein bisschen zu offensiv auch für meinen Geschmack. Ja, und Hummels und Co. Die Co-Produktion, da waren wir dann wieder. So, wieder der Versuch auf Robben da außen. Den kriegt er diesmal wirklich nicht. So, das Pokalspiel gegen Köln. Ich habe es ja gesagt, das ging in die Verlängerung und endete 1:0. Nein, da hat er mich ausgetrickst. Kein Problem von Neuer. Der war jetzt nicht so gut. Also erste eigentlich gute Möglichkeit für Köln. Der war gar nicht so schlecht. Lewandowski einfach mal zeigen unter die Latte. Was für ein strammes Ding. Ja, Müller und Dings sind meine Top-Torschützen. Müller und Werner. M und W. Nicht Lewandowski. Ich glaube, Müller 13, 8 Tore für Timo Werner. Trotzdem spielt heute Lewandowski. Schönes Ding. Bisschen zu weit raus. Ganz stark und Vidal. Und den hält er schon wieder. Oh Manometer, was für ein feines Spiel bisher. Ach, genau auf den Mann. Also da konnte der Torwart gar nicht mehr ausweichen. Ah, aber ansonsten stark gespielt hier. Da hinten ist er. Da ist er. Zu kurz das Ding. Und Hummels mal direkt. Ne, Goretzka war es, nicht Hummels. Ja, hätte ich gewusst, dass es Goretzka ist, hätte ich ein bisschen anders vielleicht auch gemacht. So, also wir haben Köln im Moment da, wo wir sie haben wollen, nämlich hinten drin.
Oh, weia, ein Fehlpass von Robben. Ah, die Abwehr steht. So, Ribéry. Ist ja auch fraglich. Verträge von Robben und Ribéry sind beide nach der Saison erst einmal ausgelaufen. Oder abgelaufen, ausgelaufen. Wow, auslaufen tun Getränke, wollte ich noch sagen. Naja, gute Chance für Köln. Harmlos sind die nicht, das wissen wir. Oder das weiß ich. Aber was ich auch weiß, die kriegen ganz wenig Gegentore. Schönes Ding auf Robben. Immer noch schönes Ding auf Robben. Oh, der wäre aber auch zu harmlos gewesen. Da ist das Ding. Robert Lewandowski. Ich habe mir gedacht, heute muss er spielen. Heute halte ich mal an ihm fest. Als ja, Stürmer Nummer 1. Gibt ja viele Ideen, die ich habe. Oha, da war der Kölner aber zuerst dran. Gut, 6 Tore, Robert Lewandowski, damit nur noch 2 hinter Timo Werner. Timo Werner kriegt in der zweiten Halbzeit auch noch seine Chance. So, und Ribéry ist heiß. Der will natürlich auch, dass sein Vertrag hier verlängert wird. Gibt ja genug Spieler aus deutscher Sicht, die man da... Oh. So, Alaba. Kommt da nicht ran und Robben macht hier gut mit. Robben kriegt ihn. Und Vidal. Vidal macht den Robben. Ah, schade. Müsste Einwurf geben. Ja. Den habe ich vielleicht ein bisschen verdaddelt. So, Goretzka hat die Idee. Hat Robben das Füßchen? Nein. Nein, der war nicht gut. War nicht gut gemacht von Robben. Die Idee war natürlich hervorragend. So, Hummels in Kooperation. Der Versuch lang auf Lewandowski setzt sich nicht durch. Also ich denke mal, die Führung ist hier auf jeden Fall gerechtfertigt. Abstoß für Köln an dieser Stelle. Also schönes Tor gemacht. Das muss man auf jeden Fall mal festhalten. So, Timo Horn, Torwart immer noch bei Köln. Ich will nicht sagen, Köln chancenlos, aber auf jeden Fall Köln nicht in der Lage, hier spielerisch und aus eigener Kraft gerade viel zu machen. An einer Situation war ich zu nachlässig. Da hätten sie vielleicht mehr draus machen können. So, und jetzt kommt Köln nochmal. Aber hier alles längst, alles voll im Griff. Goretzka. Halbzeit. 1:0 Führung. Und damit ist die Tabellenführung endlich mal wieder in Reichweite. Oder vielleicht sogar erstmals in dieser Saison. Der Saisonstart war ja nur durchwachsen. Ja, also ist auch das erste Spiel nach der Winterpause. Natürlich muss man dann hier auch irgendwann mal so eine Art Schalter umlegen. Ne? So, Ribéry. Der ist heiß, der will nochmal in seiner vielleicht letzten Bayern-Saison. Kann man ja so noch nicht vorausschauen, wie stark die Spieler hier nach einer Saison abbauen. Ab einem bestimmten Alter, weiß man ja, ist ja seit Ewigkeiten so, dass Spieler, Menschen auch in FIFA altersweise oder altersmäßig nachlassen. Schönes Ding, Müller. Schade. Zusammenspiel mit Lewandowski klappt hier nicht perfekt. Goretzka fängt ihn ab. So, Ribéry. Kein Abseits. Ribéry. Ja, Köln fängt halt wenig Gegentore. Ich glaube, das letzte Spiel war ein 7:0. War das, habe ich das richtig in Erinnerung? Wechselfreudig, Kimmich zur Juve. Nach dem werde ich was stecken. Und Vorsicht! Der Neuer. Also, Köln ist hier gefährlich.
Ja, kriegt er. Ganz stark Lewandowski auf Ribéry. Gibt Einwurf. Also ich kann weiterhin Druck machen, auch in der zweiten Halbzeit. Müller. Oh! Hätte man mehr draus machen können. Ich bereite schon mal die Wechsel vor. Ich habe so das Gefühl, ich brauche hier ein bisschen frischen Wind. So, und dann der Friedl kriegt nochmal hier seine Chance. Ich habe mir vorgenommen, immer mehr auch auf die Jugend zu setzen. Und Müller, ganz stark. Oh! Das wäre es gewesen. Für den Thomas Müller. Der Versuch mit einem Heber auf Lewandowski. Vielleicht hätte Lewandowski ein, zwei Schritte früher laufen müssen. So, jetzt ist der Wechsel vollzogen. Ist natürlich schon so eine Art Teil des neuen bayerischen Gesichts, der hier jetzt auf dem Platz ist. Ah, den kriegt er nicht, schade. Sané ja sowieso. Aus meiner Sicht eins der größten deutschen Talente. Oh, den musste er versuchen. Robben sagt zwar auch, hey, spiel doch. Natürlich. Und, So, Goretzka. Ah, verdammt. Meine Idee war es, mit Goretzka einfach mal abzuziehen. So, und Sané, was er kann, er ist auf jeden Fall, schade. Ein schneller, wollte ich sagen. Ah, schade. Pass war jetzt nicht so super, aber Köln ist ja auch nicht gerade top im Passspiel. Und ganz stark Thomas Müller. Zack, bumm, 2:0. Und es trifft wieder Thomas Müller. Müller. Bam. Ja, Thomas Müller aktuell natürlich nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft. Spielt hervorragend diese Position. Und ja, im ZOM-Bereich gibt es für mich natürlich nichts, weshalb ich sagen könnte, so, der Müller, das hat sich aber jetzt ausgemüllert. Ganz im Gegenteil. Also, so, ganz stark Arjen Robben. Alt ist der Müller auch noch nicht. Sané. Wenn er hier durchzieht. Ja, ganz stark. Setzt sich hier gut durch. Sané hat kein Rechten. Das wissen wir ja. Gibt hier Abstoß. Ja, das ist vielleicht. Deswegen würde ich Leroy Sané über rechts spielen lassen. Wegen seinem starken Linken. So, Rudnes kommt für Zoller. Aber ich brauche eh noch einen weiteren Flügelspieler. So, Friedl, komm schon. Ja, den hat er, glaube ich. Oder, ja, gibt Ecke, ne? Nee, Abstoß. Gut, war doch kein Friedl dran. Ganz stark von Friedl auf Leroy Sané. Ja, okay, die Idee war gut, aber es war keiner da, der diese Idee hätte vollstrecken können. So, und Friedl wieder. Schön auf Leroy Sané, kommt an. Sané mit der eigentlich ganz guten Flanke. So, jetzt brauche ich noch mal eine Idee hier. Friedl. Ja, weg damit. Ist vielleicht besser für Köln.
Da wollte ich zu viel mit Sané und dann kommt am Ende sowas dabei raus, meiner Meinung nach abgefälscht. So, von Timo Werner noch nichts gibt zu sehen hier. Ja, der Werner, der hat so seine Momente. Das wäre einer, eventuell einer gewesen hier. So, aber die 90. ist auch schon, es läuft ja hier auch schon die Nachspielzeit. Und ja, es geht nicht mehr viel, weder bei mir noch bei Köln. Den hat da der Neuer. Und das war's, 2:0 Sieg gegen Köln. Wir sind wieder dran an der Tabelle. Ich glaube, 2 Punkte hinter Leverkusen, 1 Punkt nur noch hinter Köln. Leverkusen haben wir noch. Ich glaube, 2 Spiele gegen Köln haben wir jetzt ja, auf der Uhr. Oder 3 mit DFB-Pokal. Obwohl, das war ja erst der 17. Spieltag jetzt, ne? Eventuell kommt da Köln am letzten nochmal. Abwarten, mal gucken, wie lange die sich da oben halten. Das ist ja auch immer so fraglich. So, Büro. Transferangebot für Jerome Boateng. Transferangebot Mats Hummels. Mats Hummels, Angebote blocken. So, Boateng, auch geblockt, der bleibt. So, dann habe ich ja eigene Angebote, genau, Wunschliste. Hier ist die Wunschliste, ich habe ja noch Ab draufgesetzt, Kauf vorschlagen, klappt nicht. Kann ich ihn denn, naja, leihen wäre jetzt Blödsinn, oder? Laie? Okay, geht auch nicht. Dann habe ich hier einen Kluivert. RF. LF könnte auch spielen, Freigabesumme 14 Millionen. Ist es das wert? Ist das das wert? Justin Kluivert, der Sohn von dem einstigen Weltstar Patrick Kluivert. Kauf delegieren. Kauf vorschlagen. So, wir können jetzt hier direkt, den können wir kaufen. Ah, ja. So, Kluivert, dann können wir jetzt noch verhandeln. Gehen wir mal in die Verhandlungsrunde mit Kluivert hier an dieser Stelle. Ja. So, zum Überspringen halten. Also, willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Bitte nehmen Sie Platz. Wir sollten mit der Teamrolle beginnen. Ja, Patrick Kluivert ist ein Talent. Jeder weiß es. So, Rotation. Perspektivspieler. Ich möchte, dass er in dieser Saison die Chance erhält, sich in die erste Mannschaft zu spielen. Ja, ich möchte ihn immer wieder einsetzen, wie Leroy Sané, auch rechts, links gucken, wie lässt er sich spielen. Sehr gut, das entspricht unseren Vorstellungen. Mein Klient ist mit der vorgeschlagenen Rolle einverstanden. Das war ja einfach. Ist ja auch erst 18, der Junge, ne? So, bevor wir fortfahren, sollten wir uns über die Vertragslaufzeit einigen. Mein Klient möchte 5 Jahre. Perfekt. Ich will auch nur lange Verträge. Also, die Kombi hier genau, die wollen genau das, was ich angeboten hätte. 5 Jahre sind E-Max. Also maximale Laufzeit. Von daher einfach riesig. So, was wollen die als nächstes? Freigabesumme. Das kommt mir entgegen, das ist gut. Ja. Akzeptieren. Also ich bin hier mal sehr, sehr, wie sagt man, also ja. Wir wollen auch keine Freigabesumme in den Vertrag von Kluivert aufnehmen. Nein, wollen wir echt nicht. So, Gehalt. Machen wir uns zum nächsten Punkt weiter und reden wir über die Gehaltsvorstellung. Mein Klient wünscht sich mindestens 17.500 Euro die Woche. Wir wünschen uns einen Einstiegsbonus von 220.000. Da lache ich doch. Bestimmt einfach mal zu. So, haben wir's? Wir haben's, das war ja einfach. Also, ja, da muss man nicht groß verhandeln. Der wird da eh den Schritt machen. So, Ab ist jetzt noch ein Wunschkandidat. Kann ich immer noch nicht kaufen, finde ich sehr, sehr schade. So, ich möchte auch noch mal einen auf die Transferliste setzen.
So, wie ging das? Büro, Transfers, Mannschaft. Ich glaube, Teamzentrale war es, ne? So, Torwart. Wir haben ja hier, einmal setze ich den Ulreich auf Transferliste setzen. Ich habe ja den Früchtl, RV2, Innenverteidiger. Ah, hier, guck mal, Felix Götze ist ja noch verliehen. So, habe ich, ja, das ist auch noch okay. Den Niklas Dorsch, den würde ich. Achso, der ist auf der Leihliste, das ist gut. Kingsley Coman ist verliehen. So, ein Robben. Verlängerung. So, okay. Sanchez ist auch noch verliehen, genau. Und haben wir auch noch Ribéry, Costa, Gnabry ist auch noch verliehen. Brandt. De Brandt. Dennis Brandt. Gerade ist gekommen, kann ich wahrscheinlich. Rodrigo, James, so Fabian Benko würde ich auch gerne. Der ist auf der Leihliste. Da ist Kluivert. Wo ist denn der? Da, Pantovic. Spieler freigeben. Also mit dem. Ja. Verkaufen macht da keinen Sinn. So. Bam, haben wir das erledigt. So. Es geht weiter. Ah, okay, wir machen das Wochenende noch. Dann können wir wieder Spielerentwicklung machen. Da können wir dann den Kluivert schon mal mit aufnehmen. So, Transferangebot für Joshua Kimmich. Angebote blocken. Nein, also ein Kimmich ist unverkäuflich. Okay, Rafinha, bla bla bla. Okay, machen wir weiter. So, und dann kommt schon die Pressekonferenz. Da bin ich gespannt, was hier das nächste Spiel ist. So, Manuel Neuer. Wer will Manuel Neuer haben hier? So, ablehnen. Natürlich ablehnen. Was denken die sich? Lächerlich. So, okay, das habe ich mitbekommen. So, kann ich? Ah ja, ich kann. Yes, I can. So, wo ist er? Meier Mittelstürmer. So, erstmal Flügelspieler. Kluivert. So, was geben wir dem denn? Irgendwas mit Dribbling drin? Dribbling, Ballbesitz. Dann hatten wir gesehen hier, Leroy Sané muss natürlich auch weiterhin mit rein. Der kriegt hier das Eimerspielchen. Im Mittelfeld habe ich ja natürlich. Ah, Goretzka leider nicht mehr. So, dann habe ich ja noch Tolisso. Auch nicht so. Innenverteidiger. Süle? Ja, macht auch wenig Sinn, glaube ich, ne? Außenverteidiger habe ich ja noch den Friedel. Kimmich ist leider keiner mehr. So, Defensiv-Stresstest. Dann habe ich noch im Tor den Früchtl. Den nehme ich hier gern mit rein. Herauslaufen kann er nicht. So, Friedel, Früchtel, Sonny, den Kluivert. Ich nehme den Kluivert diese Runde noch ein zweites Mal mit rein. Ja, Kluivert ist neu und Kluivert könnte natürlich wirklich hier ein Perspektivspieler sein, ne? So, guck mal, Früchtl hat sich verbessert. Das ist doch super. So, wir gehen weiter. Also, gegen wen spielen wir denn hier? Das ist ja mal mega spannend. Es ist mega spannend. Leverkusen, das nächste Topspiel hier. Wow! So, Pressekonferenz. FC Bayern motivieren. Also, erst Köln, jetzt Leverkusen. Ja, so in etwa stellt man sich das doch vor, ne? Als Spannungspunkt oder wie auch immer ich das sagen soll, Transferangebot für an Ulreich. Ach so. Aha, ja, Ulreich darf, wie gesagt, gerne gehen. Ich habe bei den Früchtl als zweiten Spieler. So, passierte noch was? Juventus Turin hofft, Kimmich bald zu verpflichten. Ja, nur in euren kühnsten Träumen. So, also wir sehen uns gegen Leverkusen. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.